willkommen zu unserer dritten Sitzung unserer Vorlesung Internationales Unternehmensrecht. Nachdem wir in der ersten Sitzung eine kleine Einführung gemacht haben, uns die Subjekte und die Rechtsquellen klar gemacht haben, in der zweiten Sitzung die Grundbegriffe, die Sie hier noch immer an der Tafel sehen, des internationalen Gesellschaftsrechts geklärt haben, also insbesondere die Anknüpfungsmomente und den Anknüpfungspunkt Gesellschaftsrecht, wollen wir uns in der heutigen Sitzung mit dem Phänomen der Gesellschaftsmobilität etwas näher beschäftigen. Beginnen wir damit, uns die wirtschaftlichen Hintergründe der Gesellschaftsmobilität zu verdeutlichen. Warum wandern Gesellschaften durch die Gegend? Warum bleiben die nicht einfach, wo sie sind? Nun ja, eine Gesellschaft muss ja mehrere Entscheidungen gleichzeitig treffen. Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit nochmal auf die verschiedenen Anknüpfungsmomente richten darf. Eine Gesellschaft muss einerseits klären, wo die wesentlichen Verwaltungsentscheidungen getroffen werden sollen, wo sie also geriert wird. Und sie muss aber andererseits klären, nach welchem Recht sie eigentlich unterliegen soll, nach welchem Recht sie zu gründen ist. Diese Fragen können einander überlappen. Es kann aber auch sein, dass man ganz bewusst den Verwaltungssitz in dem einen und den Gründungssitz in einem anderen Staat haben möchte. Dass man also das Gesellschaftsrecht des einen Staates mit dem anwendbaren sonstigen Recht, also mit den so insbesondere öffentlichen Vorschriften, die an den Verwaltungssitz anknüpfen, eines anderen Staates kombinieren möchte. Überlegen wir uns ein paar Beispiele. Nehmen Sie etwa die Air Berlin. Die Air Berlin ist eine Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, deren Komplementärin eine englische PLC ist. Warum hat sich die Air Berlin dazu entschlossen, sich, was früher eine deutsche Aktiengesellschaft war, in eine englische, also statt einer Aktiengesellschaft, eine englische PLC zu gründen, mit einem Verwaltungssitz in Berlin? Warum hat die Air Berlin nicht einfach gesagt, wir sind eine deutsche AG, in einer verdeckten Kapitalgesellschaft, also als deutsche AG, als Komplementärin einer deutschen AG und Co. KG? Wieso haben wir das nicht gemacht? Nun ja, Air Berlin gefielen einige Aspekte der deutschen Rechtsordnung, andere jedoch nicht. Air Berlin war zum Beispiel ganz glücklich, seine Verwaltungsfragen, also wesentliche Unternehmensleitung, in Deutschland vornehmen zu können. Ihm gefiel allerdings, in Deutschland gilt, wie Sie wissen, auch eine Sitzanknüpfung, das hatten wir in der letzten Sitzung, ihm gefiel insbesondere das Mitbestimmungsrecht Deutschlands nicht. Und deswegen hat die Air Berlin einfach gesagt, wisst ihr was, wir gründen unsere Komplementärin nach englischem Recht, also eine Public Limited Company, die eine PLC, und behalten den Verwaltungssitz einfach trotzdem in Deutschland. Ähnliche Schachzüge haben zum Beispiel die Meyer Werft in Norddeutschland gemacht oder andere Gesellschaften. Es geht häufig darum, bestimmten Regelungen im Land, in dem man aus allen möglichen wirtschaftlichen, rechtlichen Gründen seinen Verwaltungssitz haben will, bestimmten Regelungen auszuweichen. Man übt also eine Gesellschaftsrechtsarbitrage aus. Und diese Arbitrage kann, wie wir bereits besprochen haben, Mitbestimmungsrecht betreffen, häufig auch andere Regulierungen. Denken Sie etwa an die Frauenquote in Aufsichtsräten. Wir sehen jetzt bereits, wie Gesellschaften versuchen, auch diesen Regulierungen, die in Deutschland und in Österreich ergriffen worden sind, auszuweichen, indem sie eben Gesellschaftsrechtsmobilität zeigen, indem sie sich also nach einem anderen Gründungsrecht bestimmen. Es ist aber auch denkbar, dass es nicht nur diesen Beigeschmack des Opportunismus gibt, sondern dass diese Gesellschaft einfach aus ganz nachvollziehbaren, wollen wir mal sagen, legitimen Gründen die Strukturen eines anderen Gesellschaftsrechts für passender hält. Wie Sie ja wissen,
sind die Gesellschaftsrechte der Europäischen Union sehr verschieden. Das Gesellschaftsrecht ist als solches nicht eine Kompetenz der Europäischen Union, sondern bleibt bei den Mitgliedstaaten. Das bedeutet, jeder Mitgliedstaat hat seine eigenen Rechtsformen. Diese Rechtsformen haben alle verschiedene Eigenschaften und so können Sie sich die Europäische Union wie eine riesige Speisekarte vorstellen, in der jeder Mitgliedstaat eine ganze Reihe von Gerichten bereithält. Und Sie können sich bestellen, was Sie möchten. Sie können eine slowakische, ja, jetzt weiß ich nicht, wie die Rechtsform heißt, ein Doktorand von mir, Herr Budjaksic, arbeitet genau dazu. Sie können einen slowakischen kleinen Aktienverein nehmen, Sie können eine englische PLC nehmen, eine deutsche GmbH, eine österreichische AG, was auch immer. Ja? Das heißt, die Grundidee kann auch sein, vielleicht gefallen mir bestimmte Regelungseigenschaften, zum Beispiel der französischen SARL, einfach besser als diejenigen, die ich bei der österreichischen GmbH finde. Und aus diesem Grund ist es also möglich, dass bestimmte Governance-Strukturen, bestimmte unternehmensverfassungsrechtliche Besonderheiten einfach in der einen Gesellschaftsform für mich interessanter sind als in der anderen. Dass ich aber trotzdem gerne meinen Verwaltungssitz in einem anderen Mitgliedstaat habe, wo ich zum Beispiel meine hauptsächlichen Geschäfte vornehme. Das ist, wenn Sie so wollen, die subjektiv-rechtliche Perspektive darauf. Sie erinnern sich, als wir die Anknüpfungsmomente gegeben haben oder miteinander besprochen haben, dass es auch eine objektiv-rechtliche Vogelperspektive auf das Ganze gibt. Und diese Vogelperspektive gibt es auch hier. Subjektivrechtlich haben Sie den einzelnen Gründer, sagen wir, der sich auf dieser Speisekarte bedient und irgendein Gesellschaftsrecht aussucht. Und das kombiniert mit einem beliebigen Ort, wo er die Geschäfte tätigen will, wo er die wesentlichen Entscheidungen treffen möchte. Objektivrechtlich passiert etwas, was wir Wettbewerb der Gesellschaftsrechtsordnung nennen. Indem nämlich der Gründer vor die Wahl gestellt wird, das eine oder das andere Gesellschaftsstatut zu wählen, treten diese Gesellschaftsstatute, diese Angebote auf dieser Speisekarte miteinander in Konkurrenz. Nehmen Sie etwa diese Gründungsprivilegierung, die wir auch in Österreich für eine gewisse Zeit, das läuft ja demnächst aus, haben, oder in Deutschland die UG, also eine Klein-GmbH mit wenig Mindestkapital. Das sind Reaktionen der deutschen und der österreichischen Rechtsordnung auf den Wettbewerbsdruck, der von der englischen Limited ausgeht. Denn Sie können eine englische Limited mit einem Euro gründen, Mindestkapital. Und so hat, wenn Sie so wollen, diese Tatsache, dass es eine Speisekarte von verfügbaren Gesellschaftsrechten gibt, die objektivrechtliche Bedeutung, dass es diese Gesellschaftsrechte unter Wettbewerbsdruck setzt und, so hoffen wir, verbessert. Vorbild sind da die USA. In den USA fällt das Gesellschaftsrecht insofern sehr analog zur Europäischen Union in die Regelungskompetenz der einzelnen Länder. Das ist also keine föderale Frage, sondern eine staatliche Frage. Und unter diesen einzelnen Staaten, wie Sie wissen, sind die USA Anhänger der Satzungssitzanknüpfung. Unter diesen Staaten hat sich in diesem Wettbewerb dieser winzige Staat Delaware sehr stark durchgesetzt. Ein Großteil, der ganz überwiegende Teil der US-amerikanischen Gesellschaften hat seinen Satzungssitz in dem Staat Delaware. Und es gibt sehr viel Theorie dazu, warum das so ist. Böse Stimmen sagen, das liegt daran, weil in Delaware unzulässige Vorteile gegeben werden, insbesondere 0% Körperschaftssteuer. Das ist sozusagen die negative Seite dieses Wettbewerbs. Es gibt aber auch andere Stimmen, wie Henry Hansman zum Beispiel, die ausgeführt haben, dass der Vorteil von Delaware auch darin liegt, dass Delaware einfach die leistungsfähigeren Gesellschaftsrechtsgerichte bereitstellt. Die Richter an den Chancery Courts von Delaware zählen zu den klügsten, versiertesten Gesellschaftsrechtern wohl der Welt und sind in der Lage, natürlich einen Grad von Rechtssicherheit zu gewährleisten,
der sozusagen seinesgleichen sucht. Und also manche Ökonomen erklären sich also diesen sogenannten Delaware-Effekt, also die Tatsache, dass fast alle amerikanischen Gesellschaften nach Delaware-Recht gegründet werden, mit diesem positiven Aspekt, nämlich, dass der Wettbewerb der Gesellschaftsrechtsordnungen bei dem kleinen Staat Delaware dazu geführt hat, dass Delaware sich besonders angestrengt hat und eine besonders effiziente Rechtsprechung entwickelt hat und ein besonders gut funktionierendes Gesellschaftsrechtssystem. Und so, genauso wie es die Befürworter und die Kritiker des Delaware-Effekts gibt, genauso gibt es diese Befürworter und Kritiker auch in der Europäischen Union. Manche sprechen von einer Race to the Top. Das bedeutet, indem das Englische früher, mittlerweile ja Brexit, also nicht mehr das Englische, nehmen wir jetzt also ein anderes Gesellschaftsrecht, das Französische, in etwa das Französische oder das Deutsche Gesellschaftsrecht uns in Österreich unter Druck setzt, löst das sozusagen, wenn man das mal marktwirtschaftlich sieht, löst das Innovationspotenziale bei uns aus. Unsere Gesetzgeber werden so ein bisschen zum Jagen getragen und motiviert, noch bessere, noch wirtschaftsnähere, noch effizientere Gesellschaftsrechte und Rechtsformen zu entwickeln. Auch mal experimentelle Gesetzgebung zu wagen, wie wir es ja auch getan haben mit der Privilegierung, mit der Gründungsprivilegierung. Nun ja, das ist die positive Seite, also Race to the Top. Man kann aber natürlich auch umgekehrt von einer Race to the Bottom sprechen. Die Grundidee lässt sich sehr schön zeigen am Mindestkapital, ein Beispiel, das wir gerade bereits eingeführt haben. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt ein Staat der Europäischen Union mit dem Mindestkapital X arbeitet und dann ein anderer europäischer Staat das Mindestkapital X minus 10 anbietet, dann führt das natürlich dazu, dass der Staat, der das Mindestkapital X verlangt hatte, um konkurrenzfähig zu werden, auf das Mindestkapital X minus 10 minus Y größer gleich 0 herabsetzt. Ja? Y wäre dann die sozusagen Wettbewerbsmarge, die sich unser Ausgangsstaat gegenüber dem Konkurrenzstaat verschafft. Aber wie reagiert der Konkurrenzstaat darauf? Er wird auch das wieder unterbieten und so wird es einen Unterbietungswettbewerb geben, bis das Mindestkapital auf Null heruntergefahren ist und einfach niemand mehr irgendein Mindestkapital vorsieht. Und ist das zum Nutzen der Allgemeinheit? Nun ja, Sie wissen ja, wer von dem Mindestkapitalsystem geschützt wird. Das sind insbesondere die Gesellschaftsgläubiger. Und die werden sich natürlich schon wundern, welchen genauen Mehrwert dieser Wettbewerb der Rechtsordnung haben soll, wenn sie am Ende mit Vehikeln dastehen als ihren Schuldnern, die gar kein Mindestkapital mehr vorsehen müssen. Sie sehen also, auch in der Europäischen Union ist das ein zweischneidiges Schwert, ob man die Mobilität jetzt befürworten oder kritisieren möchte. Und dieser hybride Charakter zwischen Race to the Top und Race to the Bottom, den sehen wir auch unmittelbar niedergeschlagen in der europäischen Rechtsprechung und in der europäischen Gesetzgebung. Wir haben nämlich zwei im positiven Sinne komplementäre Entwicklungen. Wir haben einerseits, was das Sekundärrecht angeht, haben wir die Entwicklung, dass das europäische Gesellschaftsrecht sich immer stärker vereinheitlicht. Ja? Also wir zählen mittlerweile unzählig viele Richtlinien, die mittlerweile, von denen sehr viele in der Gesellschaftsrechte-Richtlinie zusammengefasst sind, eine Art Kodifizierung des bestehenden Richtlinienrechts zu einem, wollen wir mal sagen, One-Stop-Shop, wo die wesentlichen unionsweit geltenden Regeln des Gesellschaftsrechts zusammengefasst sind. Wir haben also einerseits die Entwicklung, dass das Unionsrecht Leitplanken einzieht, einen Boden einzieht und sagt, das hier, das muss in allen Mitgliedstaaten gelten. Sie sehen sofort, was damit erreicht werden soll. Damit soll dem Wettbewerb der Rechtsordnung, der Gesellschaftsrechtsordnung, ein gewisser Boden gesetzt werden. Also der Race to the Bottom, die Race to the Bottom soll bei dem Boden des gemeinsamen, harmonisierten Richtlinienrechts ein Ende haben. Aber Sie sehen natürlich auch sofort die Kehrseite.
Die Kehrseite ist das, insoweit die Europäische Union Fragen des Gesellschaftsrechts vereinheitlicht, zuletzt zum Beispiel zu den Third-Party-Transactions und so weiter, das alles bitte in Ihrer Unternehmensrechtsvorlesung, insoweit also die Europäische Union das vereinheitlicht, findet zu diesen Fragen auch kein Wettbewerb mehr statt. Denn diese Fragen sind jetzt ja vereinheitlicht. Die gelten jetzt in allen Mitgliedstaaten einerlei. Vice versa, die Fragen, die noch nicht harmonisiert sind, bei denen ist einerseits ein Wettbewerb der Rechtsordnung wieder statthaft, andererseits jedoch auch eine Race to the Bottom denkbar oder als, zumindest sozusagen als Kritik formulierbar. Wir sehen also, die eine Entwicklung, die diesen Bottom einzieht, das ist die stetig wachsende Harmonisierung des europäischen Sekundärrechts im Gesellschaftsrecht, kulminierend in der Gesellschaftsrechte-Richtlinie. Die gegenläufige Idee findet sich vor allem in der Rechtsprechung des EuGH. Und das ist eine Rechtsprechung, die nun ad nauseam bereits rekapituliert wurde und wird, die Sie in Ihrem Lehrbuch Ihrer Wahl auch einigermaßen rekapituliert finden. Sie ist dennoch wichtig, sich vor Augen zu führen, um dem Phänomen der Gesellschaftsmobilität innerhalb der Europäischen Union etwas näher zu treten. Und um dieses Case Law ein bisschen einzuordnen, schlage ich Ihnen vor, dass Sie zwei grundlegende Situationen unterscheiden. Die eine Situation ist die, die ich die Herzugssituation nenne, wenn also eine Gesellschaft in einen Staat einwandert. Und die andere ist die Wegzugssituation, wenn eine Gesellschaft aus dem Staat auswandert. Was genau wandert hier? Nur der Verwaltungssitz. Also die Fälle, die wir uns jetzt anschauen, sind die Fälle, in denen eine Gesellschaft nach einem Recht gegründet ist und dann den Verwaltungssitz in einen anderen Mitgliedstaat hineinverlegt. Wir schauen uns nicht an die Fälle, in denen eine Gesellschaft nach einem Recht gegründet ist und den Satzungssitz, also das anwendbare Gesellschaftsrecht, durch Umgründung verändern möchte. Dazu haben wir die nächste Sitzung vorgesehen. Heute geht es um die Verwaltungssitzverlegung. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden sich wundern über den plötzlichen Szenenwechsel. Leider hatten wir technische Probleme bei der Aufnahme dieser Vorlesungseinheit und deswegen muss jetzt der letzte Teil, den wir zwar aufgesprochen, aber leider nicht aufgenommen hatten, der muss jetzt nachgeholt werden. Und ich bitte Sie also zu entschuldigen, dass ich Sie mich jetzt am Arbeitsplatz treffen und eben nicht im Vorlesungssaal. So viel der Vorrede. Wir hatten uns zuletzt mit der Frage beschäftigt, wie das Phänomen der Gesellschaftsrechtsarbitrage zu bewerten ist unter dem Gesichtspunkt der Gesellschaftsmobilität, genauer unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungssitzverlegung. Und wie ich Ihnen bereits angekündigt hatte, gibt es dazu gerade innerhalb der Europäischen Union eine recht gefügte, recht festgefügte Rechtsprechung des EuGH. Diese Rechtsprechung, wie ich Ihnen bereits ausgeführt habe, finden Sie häufig wiedergegeben. Sie ist trotzdem unerlässlich, wiederholt zu werden. Und zwar bitte ich Sie inständig, diese Urteile auch selbst nachzulesen. Und zwar einfach auf der Webseite des EuGH. Da finden Sie alle Urteile in allen Amtssprachen der EU verfügbar. Sie können sich das runterladen und einfach mal so ein PDF lesen. Das dauert in Wahrheit, wenn Sie sich wirklich beschränken auf die Begründungsteile des EuGH, gar nicht so lange, hilft Ihnen aber deutlich im Verständnis. Denn wenn Sie jetzt sich einfach nur eine Ratio Dissidendi merken oder irgendeinen Merksatz und den mit irgendeinem Stichwort verbinden, etwa Daily Mail oder Centros oder was auch immer, dann wird dieses Wissen starr bleiben und nicht anwendbar, also flexibel bleiben, wenn neue Sachverhalte auf Sie zukommen, die vielleicht durch eine analoge Anwendung von diesen Entscheidungen zu bewältigen sind. Genug gesagt, also meine Bitte, nehmen Sie die Darstellung, die ich Ihnen jetzt gebe, diese Kurzdarstellung, ein kleiner Parforce-Ritt durch diese Rechtsprechung, nehmen Sie das bitte nicht als
Ersatz für Ihre häusliche Vor- und Nachbereitung. Sie müssen diese Fälle unbedingt lesen. Das gesagt, hatte ich Ihnen bereits vorgeschlagen, das Fallrecht des EuGH zur Frage der Verwaltungssitzverlegung grob gesagt in zwei Fallgruppen einzuteilen, nämlich einerseits den Herzug und andererseits den Wegzug. Das sind zwei verschiedene, wie soll man sagen, Schutzperspektiven auf die Gesellschaftsmobilität. Bei der Herzugsperspektive geht es darum, dass zum Beispiel eine ausländische Gesellschaft, etwa eine englische, das ist eine lange Zeit, als das Vereinigte Königreich noch Mitgliedstaat der Europäischen Union war, ein Standardfall gewesen. Also nehmen Sie etwa eine englische Limited, sowas haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Diese englische Limited ist also gegründet in England und möchte nun ihren Verwaltungssitz nach Österreich verlegen. Ja, das ist eine Herzugssituation, nämlich jetzt die Frage, kann Österreich diesen Herzug abwehren? Kann Österreich zum Beispiel Anforderungen stellen an diese ausländischen Gesellschaften, die ja nicht nach österreichischem Recht gegründet sind, also auch österreichischen Grundwertungen des Gesellschaftsrechts nicht zwingend zu folgen haben, aber trotzdem über den Verwaltungssitz faktisch hier Geschäfte und sogar das Zentrum ihrer Entscheidungstätigkeit behalten wollen. Also Herzugsperspektive, darf eine Gesellschaft mit ihrem Verwaltungssitz zu uns oder in einen anderen Staat kommen? Dem an die Seite gestellt finden Sie die Wegzugsperspektive. Das bedeutet die umgekehrte Fragestellung, kann etwa eine in Österreich gegründete Gesellschaft, kann die ihren Verwaltungssitz ins Ausland verlegen? Lassen wir das zu, dass sie uns verlässt? Also das einmal geht es darum, Schranken aufzustellen über Gesellschaften, die kommen möchten. Das andere Mal geht es darum, heimischen Gesellschaften, ja, den Wechsel, was den Verwaltungssitz angeht, in ein EU-ausländisches Land zu verwehren oder jedenfalls zu erschweren. Und beide Fälle, so viel kann ich vorwegnehmen, werden vom EuGH als Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit, die ja ein Beschränkungs-, nicht nur ein Diskriminierungsverbot, sondern ein Beschränkungsverbot enthält, nach 4954 AIUV. Beide Fälle werden als Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit anerkannt. Sie werden aber unterschiedlich gehandhabt. Und Sie finden im Wesentlichen zu beiden Konstellationen drei Leitentscheidungen. Beginnen wir mit der Herzugskonstellation, also mit der Frage, ob eine Gesellschaft, nehmen wir etwa Österreich, aus dem EU-Ausland nach Österreich kommen kann. Hier aus dieser Sicht beginnt alles mit der Zentrumsentscheidung. Zentrumsentscheidung ist wohlgemerkt nicht die erste, das ist die Daily Mail-Entscheidung, eine Wegzugsentscheidung, aber in der Herzugsperspektive ist der erste Meilenstein die Zentrumsentscheidung. Und das war tatsächlich ein Paukenschlag für die gesamte Gesellschaftsrechtswissenschaft, denn man hatte sich lange mit der Hoffnung getragen, man könne doch im Grunde sozusagen seine eigene kleine Rechtsburg bauen, trotz der europäischen Vereinheitlichung, dass man also sich wehren kann gegen ausländische Gesellschaftsformen. Das hatte einige Gründe. Sie können sich das ausmalen. Natürlich wird es opportunistische Gründe geben, also die heimische Rechtsberatungsindustrie, die sich einfach mit ausländischen Rechtsformen nicht auskennt und deswegen also auch zu ausländischen Rechtsformen keine ernsthafte Rechtsberatung erteilen kann. Das waren also, wollen wir mal sagen, eher ja, wettbewerbsfeindliche Tendenzen, die da dahinter standen. Es gab aber natürlich auch reale Bedenken hinsichtlich der Unterwanderung bestimmter etwa Gläubigerschutzmechanismen des heimischen Systems durch ausländische Rechtsformen. Und genau so etwas war auch Thema in der Centros-Entscheidung des EuGH. Da ging es nämlich im Wesentlichen um Dänen. Es war ein dänisch-englischer Fall. Und zwar hatten Dänen einfach, ja, hatten die Idee gefasst, eine Gesellschaft zu gründen. So was kommt hier vor, Gott sei Dank. Und ihnen gefiel allerdings gefielen die Mindestkapitalvorschriften des dänischen Rechts nicht. Also Sie kennen ja auch die österreichischen Mindestkapitalvorschriften, die wir etwa für die GmbH und für die AG vorsehen, ja, mit den Grundsätzen der Kapitalaufbringung, Kapitalerhaltung.
Und dieses Mindestkapital ist natürlich eine Einstiegsbarriere. Ja? Und gerade wenn Sie das Risiko scheuen, dann wünschten Sie sich vielleicht, die Einstiegsbarriere wäre niedriger. Und nun, vor diese Frage gestellt, kamen diese dänischen findigen Gründer auf die Idee, wie wäre es, wir gründen einfach eine englische Gesellschaft, verlegen dann deren Verwaltungssitz nach Dänemark. Und was passiert dann? Wir können, wie der Amerikaner sagen würde, den Kuchen essen und haben. Wir können also eine englische Rechtsform haben, die nicht den dänischen Mindestkapitalvorschriften unterliegt und gleichzeitig aber den Verwaltungssitz, also das Zentrum der wesentlichen Verwaltungsentscheidungen in Dänemark haben. Wir müssen also nicht umziehen, etwa nach England. Klingt doch ganz gut. Und lange Zeit war behauptet worden, sowas ist doch rechtsmissbräuchlich. Es hagelte auch Besprechungen, ja, das ist Rechtsmissbrauch, sowas geht nicht. Diese Leute machen doch ein Umgehungsgeschäft. Sie wollen eigentlich eine Gesellschaft aus Dänemark in Dänemark betreiben und möchten einfach die Mindestkapitalvorschriften unterwandern, die doch gerade indispositiv ausgestaltet sind. Ja? Es ist ja gerade nicht Sache der einzelnen Gründer zu befinden, ob ihnen die Mindestkapitalvorschriften passen oder nicht. Ja, Sie verstehen. Das ist also eine zwingende Vorschrift. Und diese Dänen waren plötzlich in der Lage, eine zwingende Vorschrift des dänischen Gesellschaftsrechts durch Gesellschaftsrechtsarbitrage zu unterwandern. Gut. Also, herrschende Meinung, das ist missbräuchlich, das wird nicht durchgehen, das wird alles nichtig sein. Mit anderen Worten, man wird diese Gesellschaft ganz normal umqualifizieren in eine dänische Gesellschaft, was immer das dann ist. Mir ist jetzt gar nicht genau klar, ob die GESBR der Dänen rechtsfähig ist oder nicht. Also ich weiß nicht, ob nach dem Rechtsmissbrauchvorschlag, der damals auf dem Tisch lag, ob dann diese ausländische Gesellschaft wie ein Nullum behandelt worden wäre oder was genau da vorgeschlagen wurde. Es kommt auch nicht darauf an, weil der EuGH bereits dem Grundansatz nicht folgen mochte. Der EuGH stellte sich auf den Standpunkt, das, was hier passiert, ist in Wahrheit kein Missbrauch, sondern wir haben EU-Bürger, die das in der EU verfügbare Gesellschaftsrecht nach ihrem Gutdünken nutzen. Und guess what? Das ist genau das, wozu die Niederlassungsfreiheit auch da ist. Sie erinnern sich, es gab ja die subjektivrechtliche Perspektive auf das Ganze, nämlich, dass da ein Einzelner ist, der seine Freiheit zur Niederlassung ausübt. Es gab aber auch die Governance-Perspektive darauf, nämlich zu sagen, indem jemand so etwas tut, führt er dazu, dass die Gesellschaftsrechte der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander in eine Art Wettbewerb treten, was also jedenfalls nach kapitalistischer Ideologie, diese ganzen Erfindungskräfte des Wettbewerbs freisetzt und im Ergebnis so die Hoffnung für alle zu besseren Gesellschaftsrechten führt. Das führte also zu so einer Art, das wurde später Menu Approach genannt, also eine Art Speisekartenansatz. Der europäische Gesellschaftsgründer steht vor einer riesigen Speisekarte von Gesellschaftsformen. Was darf es heute sein? Eine französische Société Anonyme, eine französische Société Responsabilité Limitée, eine deutsche GmbH, eine österreichische AG, damals eine englische Limited, was auch immer. Und so kam der EuGH also weg von dieser Rechtsmissbrauchsidee. Es ging plötzlich also nicht mehr darum, dass jemand eigentlich Däne ist und doch irgendwie dänische Gesellschaften benutzen sollte und das jetzt rechtsmissbräuchlich unterläuft, sondern der Paradigmenwechsel besteht darin, dass der EuGH plötzlich sagt, nein, 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 das ist gar nicht missbräuchlich, sondern das ist Rechtsgebrauch. Es ist kein Rechtsmissbrauch, sondern Rechtsgebrauch. Und dieser Gebrauch besteht darin, dass man die zur Verfügung stehenden Gesellschaftsformen, die nun mal von den europäischen Gesellschaftsrechten bereitgestellt werden, dass man die sich zunutze macht. Und das ist vollkommen legitim und nicht missbräuchlich, so der EuGH. Und das markierte den Startschuss für eine sukzessive Liberalisierung dieser Herzogskonstellation. Na, auf Zentros folgte nämlich sehr bald die Überseering-Entscheidung. Das war ein holländisch-deutscher Fall. Es ging also um eine holländische Gesellschaft, die
ihren Verwaltungssitz nach Deutschland verlegt hatte. Und nun stellte sich in einem Verfahren, einem Gerichtsverfahren, die Frage, ob diese Gesellschaft überhaupt rechts- und parteifähig ist. Sie erinnern sich, Rechtsfähigkeit meint die Fähigkeit, materiellrechtlich gesprochen, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, während die Parteifähigkeit sozusagen die prozessuale Spiegelung der Rechtsfähigkeit ist. Sie sehen das in der ZPO, dass im Wesentlichen rechtsfähige Personengesellschaften oder überhaupt Rechtseinheiten, dass genau diese Rechtseinheiten auch parteifähig ist. Näheres in der ganz fantastischen Habilitationsschrift unseres Dekans, Herrn Oberhammer. Gut, also, wir haben diese holländische Gesellschaft. Sie möchte, nachdem sie den Verwaltungssitz nach Deutschland verlegt hat, in Deutschland klagen und alle möglichen lustigen Dinge tun. Nun ist Deutschland ebenso wie Österreich ein Sitztheoriestaat. Das bedeutet, auch Deutschland bestimmt das auf eine Gesellschaft anwendbare Recht nach dem Ort, wo die fragliche Gesellschaft ihren Verwaltungssitz hat. Vorliegend hatte die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz nach Deutschland verlegt, nach der deutschen IPR-Regel, die in Deutschland umgeschrieben ist, aber im Wesentlichen der österreichischen in Paragraph 10 IPR-Gesetz, wir sprachen in der letzten Sitzung darüber, entspricht, wäre also, dass die Gesellschaft nach deutschem Recht zu behandeln gewesen. Nun war diese Gesellschaft aber naturgemäß in deutschen Registern und so weiter nicht eingetragen. Stand also zur Debatte, wie gehen wir mit so einer Gesellschaft nun um? Und der das sozusagen der Elefant im Raum war, nun ja, wenn die Gesellschaft in unseren Registern nicht steht, dann ist sie wohl als nichtig zu behandeln. Dann gibt es sie wohl einfach nicht. Und jemanden, den es nicht gibt, der muss auch keine Rechtsfähigkeit haben und jemand, der keine Rechtsfähigkeit hat, muss auch keine Prozessfähigkeit haben. Das heißt, diese Gesellschaft kann buchstäblich gar nicht klagen, sie ist eigentlich gar nicht da. Und nachdem Sie das Urteil in Centros sozusagen verstanden haben, wenn Sie das verstanden haben, dann sehen Sie, dass der EuGH natürlich auch das nicht hat durchgehen lassen können. Das heißt, der EuGH hat auch hier gesagt, also wenn eine im EU-Ausland wirksam rechtsfähig gegründete Gesellschaft, lesen Sie 54 AEUV, also nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete Gesellschaft, wenn die ihren Verwaltungssitz in einen anderen EU-Mitgliedstaat verlagert, dann kann das nicht dazu führen, dieser Gesellschaft faktisch ihre Existenz abzusprechen. Das geht zu weit, so der EuGH. Und entsprechend war diese Überseeringesellschaft in Deutschland als rechts- und als parteifähig anzuerkennen. Die nächste Entscheidung, die in dieselbe Richtung ging, war die Inspire-Art-Entscheidung. Dort ging es um eine Verwaltungssitzverlegung von England nach Holland, also in die Niederlande. Und zwar ging es darum, dass die Niederlande gesagt hatte, nun gut, wir können nicht per se für rechtsmissbräuchlich erklären, dass ihr euch in England gründet und dann doch den Verwaltungssitz nach Holland verlegt. Das haben wir aus der Zentrumsentscheidung verstanden. Aber können wir denn nicht wenigstens anlässlich der Tatsache, dass ihr aus einem anderen Gesellschaftssystem kommt, ein Gesellschaftssystem, das zum Beispiel weniger mit Mindestkapital arbeitet als wir? Das muss ich Ihnen vielleicht sozusagen als kleinen Exkurs erklären. Die österreichische, die im Übrigen soweit der deutschen entspricht, Fixierung auf das Mindestkapital und auf die Kapitalerhaltung in Österreich dann sogar gepaart mit diesem Hausproblem der Einlagenrückgewähr, was hier sozusagen niemand mehr ruhig schlafen lässt, wo die Deutschen dann sozusagen, das ist das Steckenpferd der Österreicher und die Deutschen denken immer nur an Durchgriffshaftung. Ja, also dieses ganze Kapitalschutzgebäude, was da in Österreich und in Deutschland herrschend ist, das sehen andere Gesellschaftsrechte viel entspannter. Zum Beispiel das englische Recht. Und das englische Recht hat sozusagen, könnte man jetzt sagen, hat offenbar überhaupt kein Herz für Gläubiger. Das stimmt nicht. Das englische Recht denkt nur, dass man Gläubiger anders effizienter schützen kann.
Deswegen sagt das englische Recht zum Beispiel im Insolvenzstadium, dass dort die Regeln sehr streng angezogen werden müssen. Das englische Recht steht also auf dem Standpunkt, wir reparieren nichts, was nicht kaputt ist. Solange eine Gesellschaft Geld hat, muss sich die überhaupt nicht drangsalieren mit irgendwelchen Mindestkapitalvorschriften oder irgendwelchem Kiki, sondern dann, wenn diese Gesellschaft in Insolvenznähe kommt, dann müssen die Daumenschrauben erst angezogen werden. Während wir also eine Art vorbeugenden Gläubigerschutz verfolgen, gibt es in England einen, wollen wir mal sagen, punktgenaueren, bedürfnisorientierteren Gläubigerschutz. Und das ist also per se nicht in irgendeiner Form, da braucht man nicht drauf herabschauen, ganz im Gegenteil, ja, das ist deutlich sozusagen, würde ich sagen, bedeutendere Rechtssystem, das englische, als unseres etwa. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Ansätze nun mal grundverschieden sind. Und jetzt zurück in unseren Fall. Wenn also eine englische Gesellschaft, die sich der Regulierung der englischen unterwirft und dadurch keinen besonders weitgehenden vorbeugenden Gläubigerschutz kennt, wenn die nun in die Niederlande kommt, dann waren die Niederlande auf dem Standpunkt, dann können wir doch zumindest diese Gesellschaft ein Stück weit auf unseren Mindestkapitalschutz verpflichten. Da hatten die Niederlande eine ganz interessante Regelung. Zum Beispiel sollte der Geschäftsführer der Gesellschaft sozusagen für die Mindestkapitaldifferenz persönlich eintreten. Ja, also wenn etwa in den Niederlanden das Mindestkapital bei 25.000 gelegen hätte und in England bei 1 Euro, dann hätte dieser Geschäftsführer den Gläubigern persönlich in Höhe von 24.999 Euro gehaftet. Man hätte also in Holland, in den Niederlanden, flexibel auf die Tatsache reagiert, dass die herziehende Gesellschaft, dass die eigentlich an ein anderes Rechtssystem gebunden ist und dass die, wollen wir mal sagen, ein Stück weit nostrifiziert werden muss, also den vorbeugenden Gläubigerschutzbedürfnissen der holländischen Rechtsordnung anzupassen ist. Und naja, hat der EuGH das zugelassen? Pustekuchen, auch das war nicht recht. Also noch nicht einmal eine, wollen wir mal sagen, flexible Anpassung. Ja, es ging schon nicht mehr um allgemeinen Missbrauch, es ging auch nicht um Aberkennung der Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit, sondern selbst die anlassbezogene, also anlässlich des Verwaltungssitzverlegens erhobene Zusatzregulierung des holländischen Gesetzgebers wurde für eine unzulässige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit gehalten. Gut, so viel zur Herzogskonstellation. Sie sehen, der EuGH war hier sehr liberal. Ja, oder anders gesagt, EU-Staaten konnten sich kaum schützen dagegen, dass Gesellschaften sozusagen zu ihnen herziehen. Ja, das ist also sehr weitgehend ihnen untersagt worden in diesen drei Fällen. Ändern wir nun die Perspektive und schauen uns das Case Law des EuGH zur Wegzugskonstellation an. Wenn also eine Gesellschaft, die etwa in Österreich gegründet ist, hier ihren Verwaltungssitz hat, ihren Verwaltungssitz ins EU-Ausland verlegen möchte. Und da beginnt die Geschichte Ende der 80er, meine ich, in der sogenannten Daily Mail-Entscheidung. Hier ging es um eine englische Gesellschaft, die ihren Verwaltungssitz in die Niederlande verlegen wollte. Und das englische Recht hatte tatsächlich anlässlich dessen gesagt, ach so, ihr wollt euren Verwaltungssitz verlegen, gut, dann müsst ihr euch leider liquidieren und komplett neu gründen. Und Sie können sich vorstellen, dass das aus einer ganzen Fülle von Gründen die Gesellschaft tief getroffen hat. Also erstens entsteht natürlich ein erheblicher Beratungs- und Transaktionsaufwand. Also einfach mal so liquidieren und neu gründen, das ist ja gar nicht so unproblematisch und kostet Zeit und Rechtsberatung und so weiter. Natürlich gibt es auch noch eine andere Bewandtnis, die mit Sicherheit schon über den Weg gelaufen ist, nämlich das Problem der stillen Reserven. Ja, also wenn Sie stille Reserven in der Wegzugsgesellschaft
haben, so wie das da der Fall war in der Daily Mail Gesellschaft, dann durften die natürlich in England sozusagen als stille Reserven vor sich hin schlummern und durften sozusagen zum Buchwert geführt werden. Wenn sie jetzt aber liquidiert hätten, dann hätten sie natürlich diese stillen Reserven zum Liquidationswert auch versteuern müssen. Ja? Dann hätte man ja sozusagen auf einen Schlag alle Assets dieser Gesellschaft, erst für eine logische Sekunde jedenfalls, erstmal ausgeschüttet. Und damit wären die Assets natürlich mit ihrem Realwert angefallen und nicht mit dem Buchwert der ursprünglichen Anschaffung. Ja, ich kann jetzt nicht noch näher auf sozusagen die Grundidee von stillen Reserven eingehen, aber ich glaube, Sie verstehen, was das Problem ist. Also, es wären sozusagen also das Problem der stillen Reserven wäre aufgetreten und die Transaktionskosten wären erheblich gewesen. Deswegen wendete sich auch diese Gesellschaft gegen die Maßnahmen in dem Fall des Vereinigten Königreichs. Und was würden Sie sagen, wenn man sich die Rechtsprechung zur Herzogskonstellation anschaut, hätte man vermutlich gedacht, oh ja, ganz gute Chancen. Tatsächlich erinnert doch die Daily Mail-Konstellation auch so ein bisschen an die Überseering-Konstellation, weil es auch in Überseering ja um das Aberkennen einer kontinuierlichen Identität ging, ja, indem plötzlich der Überseering-Gesellschaft, wenn Sie sich erinnern, die Rechtspersönlichkeit abgesprochen werden sollte. Genau das sollte faktisch ja in Daily Mail auch passieren. Man sollte, indem man das Vereinigte Königreich verlässt, erstmal liquidieren. Was heißt das denn? Seine Rechtspersönlichkeit einbüßen? Ja, und dass man sich dann neu gründen kann? Ja, herzlichen Dank. Danke für nichts. Ja, das kann man ohnehin. Also deswegen, die Fälle sind eigentlich recht ähnlich gelagert. Daily Mail, der allerdings auch zeitlich der vorhergehende ist, ich erkläre den nur in einer anderen Reihenfolge, aber Daily Mail wurde anders entschieden als Überseering. Daily Mail wurde im Sinne des Wegzugstaats entschieden. Und der EuGH entschied also, dass es tatsächlich Sache des Vereinigten Königreichs sei, ob und wie es mit seinen Gesellschaften, wenn die das Territorium des Vereinigten Königreichs verlassen wollen, also wie das Vereinigte Königreich mit diesen Gesellschaften umzugehen gedenke. Ja, das wurde dann später von Dominique Bureau und Horatia Muir-Watt zu einer Art Geschöpftheorie ja, formuliert oder in Worte gegossen. Das heißt, die Idee ist, die Gesellschaft bleibt das Geschöpf ihres Herkunftsstaates und sie wissen, wie das mit dem Herrn ist, der Herr gibt und der Herr nimmt. Und wenn der Herkunftsstaat dann eben keine Lust hat, die Rechtspersönlichkeit weiter zu gewähren, dann kann sie natürlich auch anlässlich der Verwaltungssitzverlegung entziehen. So die Idee. Das war noch in Daily Mail der Fall.